Ja, ich stehe auf wasserdichte Socken. Und wenn du wissen willst, welche Vor- und Nachteile die haben und dieses Konzept einmal kennenlernen willst, nämlich wasserdichte Socken zu haben statt wasserdichten Schuhen, dann würde ich sagen, bleib einfach dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rosser vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Sealskins hier jetzt ganz konkret. Das ist meiner Meinung nach die beste Marke, wenn es um das Thema wasserdichte Socken geht, in zwei unterschiedlichen Ausführungen. Ich mag über Vor- und Nachteile mit dir sprechen. Zum Konzept. Das ist hier eine Socke, die ich schon sehr lange habe und so schaut auch so aus. So schauen die dann halt mit der Zeit aus. Das ist ganz einfach so. Das ist eine Wintersocke, die gibt es auch in Sommersocke und ich persönlich schwöre auf die Firma Sealskins. Es gibt andere Anbieter auch, die habe ich alle ausprobiert. Sealskins ist für mich, was die Socken betrifft, nur die Socken, besser als alle anderen, als X-Bionic und wie sie alle heißen mögen. Das ist meine erste Wahl, aber dazu komme ich gleich. Das Konzept ist sehr einfach. Du hast hier wasserdichte Socken. Das heißt, die Schuhe sind mir absolut egal. Da kann das Wasser rein. Ich könnte im Endeffekt mit meinen Crocs, wie ich immer unterwegs bin, kann ich unterwegs sein. Wenn ich wasserdichte Socken habe, kommt kein Wasser an meine Schuhe, an meine Füße, so muss ich richtig sagen. Das heißt, das ist ein anderes Konzept, das für mich extrem gut passt, weil ich erstens oft mit Schlapfen unterwegs bin und das kommt ja auch gleich dazu, so bin ich halt, meine Schuhe nicht wirklich pflege. Ja, und jetzt habe ich zum Beispiel gerne Lederschuhe und diese Lederschuhe, und das muss man einfach so sagen, die schauen mit der Zeit aus wie Sau. Wer mich kennt, weiß, dass das wahr ist. Und dann sind sie nicht mehr wasserdicht, die müsste ich andauernd bastern und ihnen Liebe geben und Bussi geben, das mag ich einfach nicht. Und daher bin ich auf wasserdichte Socken umgestiegen. Das heißt, das Wasser rinnt mir rein in die Schuhe, mal wurscht, und das funktioniert bei denen wirklich top. Das hier ist die Winterausführung, die ist noch einmal ein bisschen dicker, ja, und dann gibt es eine Sommerausführung, die ist dünner, denn das ist der Nachteil bei diesen wasserdichten Socken von Sealskins, aber auch von den anderen. Und zwar, du fängst halt, wenn es warm ist, draußen auch irgendwie ein bisschen ins Schwitzen an. Und weil, auch wenn da ein bisschen eine Membrane eingebaut ist und atmungsaktiv, aber das kannst du vergessen, so richtig hundertprozentig funktioniert das nicht. Das ist der ganz klare Nachteil dabei. Das muss ich einfach auch einmal so sagen. Also an einem heißen Tag, aber da brauche ich wahrscheinlich diese wasserdichten Socken ja nicht. Und jetzt kommt mein Schmäh dabei. Ich habe, ich mache das in letzter Zeit jetzt einfach selten, weil ich anderweitige Interessen jetzt habe, aber ich war früher sehr oft wandern. Und da hatte ich die Sealskins mit und normale Baumwollsocken. Ich sag's nochmal, Baumwollsocken. Du kannst auch Merino-Wolle nehmen oder was auch immer, Baumwollsocken. Und wenn es wirklich heiß ist, dann nehme ich mir meine Baumwollsocken oder meine Wollsocken, meine Bundeswehr-Wollsocken, so muss man sagen. Nicht Baumwoll, Entschuldigung, halt, Wollsocken, Bundeswehr-Wollsocken, halt, ja. Ganz, ganz wichtig, keine Baumwolle, Entschuldige. Nehme ich mir normale Socken mit, sozusagen, und kannst aber auch Baumwollsocken nehmen oder Synthetik oder was auch immer, ja, wo ich eine hohe Atmungsaktivität habe. Aber wenn die nass werden, hast du ein Problem. Und dann kann ich aber, wenn ich in feuchter Witterung unterwegs bin, bei mehrtägigen Touren zum Beispiel, dann sage ich, okay, und jetzt müssen wir... Hast du dann die mit dabei? Man hat sowieso auf einer Tour zumindest, also ich sage drei Garnituren mindestens, sondern maximal drei, mindestens zwei Garnituren an Socken mit, die ich immer wieder wechseln kann, die immer dann nachher, und das funktioniert bei denen auch sehr gut. Ich mache das gerne, ich stecke mir die direkt an die Haut zum Beispiel, beim Gehen, wenn sie nass geworden sind, oder beim Schlafen im Schlafsack, und am nächsten Tag oder nach einigen Stunden hast du richtig schöne trockene Socken und das ist super. Dann gibt es, also das ist die normale Winterausführung. Dann gibt es eine Hardcore-Winterausführung, die ist doppelt wattiert. Das ist wirklich, wenn es saukalt ist. Wenn du das im Sommer anziehst, kriegst du Schweißfußzucht, Pilzzucht. Das ist der Nachteil dabei. Und dann gibt es eine wirklich schöne, dünne Sommervariante, die so bis 20 Grad in Ordnung ist. Aber bei 35 Grad, wie wir es jetzt zum Beispiel letzten Sommer hatten, ist auch die zu warm. Aber für einen heißen, richtig heißen Tag, weiß ich nicht, ob ich die auch brauche, aber das musst du entscheiden. Das sind die ganz klaren Vorteile, und es gibt aber auch ein paar Pflegehinweise. Den hier, den haben wir unabsichtlich in den Trockner geworfen und das ist draus geworden. Also das kannst du dann mit der Zeit ganz einfach kübeln, weil da ist, und das ist jetzt das Schöne, der hat sich aufgelöst. Das ist die äußere Schicht und das ist innen drinnen die Membran. Und noch einmal die Wattierung, wie du hier siehst. Ich meine, den Socken kann ich eh dann nachher wegschmeißen, deswegen habe ich das jetzt einfach rausgerissen. Das heißt, du hast den Socken. Und hier bei dieser wattierten, wirklich eine Winterlösung, aber den kann ich nicht mehr anziehen, weil das ist alles komplett kaputt jetzt, hast du also das wasserdichte Gewebe
und dann noch einmal die Wattierung. Und das ist wirklich super, da kannst du dich wirklich in die Feuchte stellen, das ist toll. Hier ist das auch so, da ist auch innen drinnen eine kleine Membran, die hat sich aber jetzt nicht abgelöst, weil sie sich nicht auseinander, weil ich es nicht im Trockner gehabt habe. Und ich rede jetzt über Socken, wahrscheinlich schon 10 Minuten. Aber die sind einfach top. Und wenn du mal so eine Strategie ausprobieren willst, dann tu es. Dann kann ich da was Heelskins 100%ig empfehlen. Links für die Produkte findest du unten. Schau dir das an. Was auch mit der Zeit passiert, und das ist bei denen ganz extrem, bei diesen Heelskins, dass sich diese Fusseln da bilden. Jetzt gibt es Leute, die dann mit diesen Fusseln darüber gehen oder das abbürsten. Das ist mir alles wurscht. Und ich habe dich jetzt in einen Intimbereich gelassen, sozusagen. Ich meine, es ist ja eh wurscht. So schauen meine Socken aus. Es ist einfach so. Mit der Zeit leiern sie sich aus. Ich habe diesen hier auch schon sehr, sehr lange. Mit der Zeit, das muss man auch sagen, leiert sich das durch. Da siehst du jetzt auch innen drinnen diese wasserdichte Membran. Das ist so ein Plastiksackel, das immer wieder so kleine Perforierungen hat, so kleine Löcher, die die Atmungsaktivität von innen nach außen garantieren sollen. Aber das, wie ich gesagt habe, das funktioniert nur bedingt. Das heißt nicht, dass sie schlecht sind, ganz im Gegenteil, aber es ist ganz einfach so. Das heißt, das ist aufgerissen, das hat sich durchgequetscht, die habe ich aber auch 3 Saisonen angehabt, da hinten auch, da lösen sie sich auch auf. Also wenn du sie ganz häufig anhast und immer wieder einsetzt, dann passiert das. Ich mag die Socken sehr, sehr gern. Wirklich, ich mag sie sehr gern und wollte dieses Konzept ganz einfach einmal vorstellen. Ich mag dir mal einen Kommentar bitten, wie du das siehst. Hast du das auch? Wie setzt du dir ein? Erzähl uns ein bisschen was. Ja? Oder sagst du, Reini, ich bin doch nicht deppert. Ich will doch wasserdichte Schuhe haben und nicht wasserdichte Socken. Das ist ja absoluter Blödsinn. Dann schreib mir auch einen Kommentar, das wäre nett. Für was setzt du es ein? Wie magst du das? Schreib was, das ist cool. Daumen nach oben oder unten. Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen. Link zum Produkt findest du unten. Hat mich gefreut, dass du wieder dabei warst. Und wenn du öfter Socken- und Kleidungsvideo haben willst, schreib mir auch einen Kommentar. Danke, bis bald, ciao.